Sind diese Remakes hier Geld wert oder solltet ihr lieber die Brieftasche zulassen? Heute im Retro-Club. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier auf Rocket Beans TV. Ich darf mal wieder euer Gregor sein. Nach so langer Zeit, naja, lange Zeit für mich, ich war gerade ein bisschen länger im Urlaub, aber bin dafür hoffentlich entspannt und mit Retro-Games und Infos für euch dabei. Das bin ich, das ist mein Handle bei Social Media, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wo ihr auch vorbeischauen könnt, ist gerne in unserer Merch-Abteilung, unter anderem auf unseren Webseiten. Da findet ihr das wunderbare Retro-Club-Merch wie dieses hier. Der Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung drin. Und nicht vergessen, ich habe es vor einiger Zeit angekündigt, dieses Jahr noch, 2024, kommt das neue Retro-Club-Buch. Die große Bucketlist der Videospiele, mal sehen, so rum ist richtig, die große Bucketlist des Gaming, 100 Videospiele, die du gespielt haben musst. Ich war fleißig dabei in meinem Urlaub und habe es fast fertig geschrieben, noch nicht ganz, aber ich bin gleich durch und dann geht's an die aufwendige Nachpflege und dann könnt ihr hoffentlich im Juni euch das gerne genehmigen. Links sind in der Videobeschreibung und auch im angepinnten Comment drin. Aber wir gehen auf Thema des Tages zurück. Remakes ist ja etwas, was uns seit langer Zeit beschäftigt. Häufiger auch mal Thema hier im Retro-Club gewesen. Und vor einiger Zeit hatte ich bereits eine Folge gemacht, wo wir uns mal angeschaut haben, hey, verglichen mit den Originalen, was ist eigentlich dran an diesen Remakes? Lohnt es sich, die zu kaufen, wenn man das Original schon durchgespielt hat? Ist es vielleicht etwas, um neue Leute noch mal heranzuziehen, die vielleicht schon Interesse hatten an dem Spiel, aber das Original ist schon ein bisschen zu veraltet? Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, speziell jetzt konzentriert auf die Nintendo Switch und aber auch ein paar Multiplattform-Sachen hier mit dabei, weil gerade Nintendo sehr viel gemacht hat. Ich war kurz davor, Metroid Prime hier mit drauf zu tun, habe ich gemerkt, Moment, Nintendo nennt das nur ein Remaster, obwohl es eigentlich schon sehr aufwendig neu gemacht wurde. Also passt das nicht ganz in die Sendung rein, aber wir können auf die erste Match schon mal schauen, was sehr, sehr gut passt und zum Aufnahmezeitpunkt war es jetzt vor ein paar Monaten, wo es rausgekommen ist. Super Mario RPG wurde tatsächlich neu aufgelegt, wurde auch ganz überraschend angekündigt, so mittendrin, 2023. Mario RPG ist eine Kollaboration gewesen zwischen Nintendo und Squaresoft damals, prädominant bei Squaresoft dann entstanden und quasi der Vorläufer der ganzen Paper Marios und Mario und Luigi Games, tatsächlich ein vollwertiges Rollenspiel mit Super Mario und seinen Freunden und Feinden, jetzt zu Freunden geworden, in der Hauptrolle, isometrische Perspektive, alles in einer Render-Optik, nicht unähnlich zu Donkey Kong Country, sagen wir mal dargestellt, nicht von der Perspektive her, aber von der Darstellungsart und das war ein Spiel, was damals hier in Deutschland nicht offiziell erschienen ist und tatsächlich, obwohl ich RPG-Fan bin, auch eine meiner langjährigen Wissenslücken, denn das war eines der Spiele, die auch nicht besonders gut mit Importadaptern zusammengearbeitet hatten. Ich hatte damals für mein deutsches Super Nintendo entsprechende Adapter, wo ich WAV-Spiele reinpacken kann und die meisten haben ganz gut funktioniert damit, aber leider nicht alle. Final Fantasy 6 oder Final Fantasy 3 US, wie es damals hieß, hatte Probleme gemacht, dass du da bestimmte Sachen nicht vernünftig sehen konntest. Aber bei Mario RPG war es so, dass der Großteil der Adapter, zumindest die, die ich daheim hatte, bei denen ist das Spiel nur alle 30 Mal gestartet. Und wenn du zu oft an- und ausgemacht hast, konntest du den Spielstand kaputt machen. Habe ich mir lieber die Ausgabe gespart. Ich habe erst viele, viele Jahre später, als der Download rausgekommen ist, mal reinschauen können auf der Nintendo Wii und Wii U. Zumindest auf der, doch, ich glaube, ich hatte es auch auf der Wii dann noch mal drauf. Und da aber nur kurz reingeschaut und ist nie durchgespielt. Und jetzt die Gelegenheit genutzt, wo das Remake auf der Switch rausgekommen ist, das da in aller Ausführlichkeit zu machen. Wir können gerne gleich auf die Switch mal umschalten hier. Ja, kam im November 2023 heraus und ihr habt es eventuell im Game Talk oder anderswo gesehen zwischendurch, wo wir drüber gequatscht haben. Ich persönlich war sehr angetan davon, vor allem, weil ich das erste Mal jetzt dieses Spiel erleben konnte, aber auch, weil das Remake an sich ziemlich gut geworden ist. Jetzt gucken wir, lass mal kurz gucken, welchen Save wir nehmen. Nehmen wir das hier mal kurz. Das ist jetzt ein Spielstand, der relativ kurz vor Ende ist, wo schon die meisten Sachen freigeschaltet sind. Haben wir Tonregie? Weil ich höre gerade nichts im Moment. Da ist es. Okay,
Ja, weil die wunderschöne Musik muss man sich natürlich dann auch nochmal genehmigen. Wenn ihr noch im Hinterkopf habt, wie das Original gerade in der Matz ausgeschaut hat, die Perspektive wurde erhalten für das Mario RPG Remake, aber die Grafik wurde in Polygon-Optik dann umgebaut. Will man jetzt nicht sagen, dass es die aufwendigste ist, wobei ich finde, sie haben wirklich einen echt fantastischen Look hinbekommen. Also so wie die Renderfiguren vorher ausgesehen haben, jetzt aber in hochdetaillierten Polygonfiguren und ansonsten, es gibt ein paar inhaltliche Updates, habe ich mir sagen lassen, von Experten, die den ersten Teil kennen. Allerdings, es soll sich im Großen und Ganzen wirklich an die Struktur halten, wie das originale Mario RPG gewesen ist. Die Story hier war, dass das Spiel in Bowser Schloss beginnt, wo natürlich Bowser mal wieder Peach entführt hat, aber sowohl das Schloss wird entführt und Bowser wird auch rausgeschmissen aus seinem Schloss von einem neuen Bösewicht, ein riesiges Schwert namens Schmiedrich. Warte mal, das können wir sehen, wenn wir mal hier aus Peaches Schloss herausgehen. Und es geht darum, nicht nur dann quasi herauszufinden, wo diese Bedrohung herkommt, sondern über das ganze Pilze-Wunderland zu reisen und dort mit den Leuten zu interagieren, kleine Quests auflösen und Sternteile sammeln. Also irgendwie sowas in der Richtung. So, wenn ich mal kurz hier hingehe. Ihr seht das da? Da ist der böse Schmiedrich in Bowsers Festung. Und den muss ich da irgendwie raushauen. Hier, wo wir gerade sind, ist das Spiel quasi schon einigermaßen weitergetrieben. Wir waren gerade so ein bisschen in Bowsers, oder nenne ich ihn Bowser, das ist der Pilzpalast, wo die Prinzessin eigentlich wohnt. Eine Sache, die ihr hier schon sehen konntet, also die Grafik, finde ich, sieht top aus. Lokalisation ist auch fantastisch, viel für Nintendo gewohnt, also alles sehr, sehr schön in Deutsch lokalisiert. Ab und zu mal gibt es noch ein paar Ruckler in der Bewegung, ansonsten sieht das Spiel super flüssig aus, aber gelegentlich irgendwie hakt die Grafik ab und zu mal, was ein bisschen schade ist. Weiß nicht, ob es da so Performance-Probleme sind, es gibt auch keine verschiedenen einstellbaren Modi, die man machen kann. Im Großen und Ganzen, finde ich, aber haben sie den Look echt gut hinbekommen. Ich würde mal auf die, warte mal, wir gehen mal in die Location rein, dann kann ich nämlich die World Map raus und dann können wir mal ein bisschen das Kampfsystem uns angucken über Weltkarte und wir gehen mal, das kann man nämlich dann alles per Quick Travel machen, nehmen wir mal eine späte Location. Gehen wir mal in den Vulkan-Dungeon rein, weil da haben wir wenigstens ein paar Gegner. Ich bin schon recht hochgelevelt in diesem Save. Das heißt, die meisten Gegner würden nämlich Pipifax für einen sein. Und ich hoffe mal, dass die länger aushalten als eine Runde oder so jetzt hier gleich. Innerhalb der Dungeons könnt ihr herumlaufen und die Gegner überall sehen, wenn ihr sie berührt. Dann wird in das Kampfsystem recht fix umgeschaltet. So eine typische Gegenüberstellung, wie man sie von solchen Spielen her kennt. Und tatsächlich viele Elemente von den späteren Mario-RPGs mit Timing-basierten Attacken und anderen Sachen sind hier schon aufgebaut. Ich kann zum Beispiel mit Mario, hier, der gerade dran ist, mir einen Charakter aussuchen, einen Gegner, und muss dann zum richtigen Zeitpunkt nochmal die Angriffstaste drücken. Dann gibt es einen Bonusangriff. Ich glaube, jetzt habe ich es hinbekommen. Weil er hat er dreimal zugeschlagen, habe noch einen Bonus-Item bekommen. Sobald ich zu den anderen beiden Partymitgliedern komme, ich kann die jederzeit austauschen. Ich habe insgesamt eine Fünfer-Party inklusive neuen Charakteren. Dem Peach und Bowser sind dann noch Gino und Mellow in der Party. Ich nehme mal Mellow kurz rein. Mellow ist zum Beispiel mein Multi-Angreifer-Zauberer, nennen wir es mal. Weil mit dem kann ich Magie dann casten, wie zum Beispiel so Wolkenblitze. Und das ganz hilfreich ist, da hat es zum Beispiel für den Gegner dann da gegenüber getaucht, gereicht. Und Bowser hat so ein bisschen die hohe Kraft für sich gepachtet. Jeder von denen hat verschiedene Magien, Techniken hier genannt, die auch mit Aufladeattacken gedrückt halten. Also dass ihr ein bisschen mehr involviert seid, immer mit dabei sind. Ich nehme mal die Robocooper-Randale, mal sehen, was dafür nötig ist. Wiederholt A drücken, okay. Und da ist ein Robocooper durchgegangen. Es hat nicht gereicht für den hier und der bufft sich auch noch, der Gegner. Oh, und hier hätte ich nochmal timingmäßig so mir ein bisschen Blockschaden dann vermeiden können. Wir nehmen, Mario hat, oh, wir haben schon fast alle Blütenpunkte, also meine Magiepunkte dann aufgebraucht. Nehmen wir mal den Sprung hier. Zumindest die Panzeremse ist fast besiegt. Und sollte gereicht haben. Bei manchen von diesen Sprungattacken könnt ihr auch mit Timing Knopf drücken, dann mehrere Sprünge machen und andere Geschichten. Oh, jetzt muss ich raten, wo der Yoshi dran ist. Ich glaube ganz links. Yoshi! Ab und zu mal kann man auch seine Experience Points verdoppeln. Das ist alles sehr nah dran, wie das Original funktioniert hat. Es sind ein paar Neuigkeiten hinzugekommen, dass man zum Beispiel Multi-Angriffe machen kann, wenn man entsprechend aufgeladen hat. Moment, ich nehme mal hier kurz ein Blütenset, damit wir mal mehr Moves haben.
Und hier zwischen war ein bisschen heftigere Gegner. Dann kann ich mal ein bisschen mehr was vom Kampfsystem zeigen. Ja, ran vorbei. Zum Glück können wir auch rüberspringen. In den meisten Fällen. Also so Multiparty-Angriffe und so Zusatzcounter, die hochgehen. Das Spiel ist allgemein sehr leicht, muss man sagen. Und auch vergleichsweise kurz. So, gehen wir mal zu dem Gegner. Da haben wir ein bisschen mehr was zu tun. Und auch vergleichsweise kurz, muss man sagen. Du kommst nach 10 bis 12 Stunden durch, was für ein RPG wirklich knackig ist. Aber es ist vielleicht auch ganz nett. Nehmen wir mal den Ultrafeuerball. Und was muss ich hier machen? Wiederholt A drücken. Okay, blablabla. Komplett wirkungslos, hat absolut zu nichts hier gebracht. Also es ist kurz und knackig, aber dafür float es auch ziemlich fix. Ich hatte sehr viel Spaß daran, wirklich, weil das alles auch sehr unterhaltsam umgesetzt wurde. Warte mal, wir nehmen mal, Gino hat eigentlich so, ja, okay, machen wir das mit dem Strahl mal. So Laserstrahlattacken, gedrückt halten und loslassen. Perfekt. Ordentlich, das sollte reichen für den. Okay, das war ganz gut. Nehmen wir Peach mal, weil Peach hat auch ganz gute Techniken hier. Die Psychobombe. Reizt mich lieber nicht, denn sonst... Bumm. Okay. So. Und bei ihr ist wieder A drücken. Da gab es ordentlich Bums hier dran. Und das hat, glaube ich, für den sogar gereicht. Also kurz und knackig, aber es ist spaßig umgesetzt. Ihr müsst dann sehen, ob 12 Stunden für euch reichen für so ein RPG. Ich fand es war ganz angenehm zwischendurch. Und... sehr schön, da können wir auch abschließend einmal mit dem Level-Up-Tanz, denn jedes Mal, wenn ein Charakter auflevelt, fangen alle an zu dancen. So richtig, so funky und alles. Ich habe mir sagen lassen, das, was Mario da tanzt, ist, schwingt die Arme auf und ab, hält euch jetzt den Trab, tanzt den Mario aus der Serie anscheinend. Gino ist hier nochmal ein Level aufgestiegen, ich kann mir nochmal einen Bonus holen. Was lohnt sich hier? Och, Magie lohnt sich, da kriege ich einiges an Punkten nochmal mit dazu. Und nehmen wir diesen extra Bonus gerne mit. Ich glaube, wir können hier raus, weil gerade bei dem RPG ist das sehr umfangreich. Ich finde, hier die Ausgabe lohnt sich tatsächlich. Wobei bei dem Umfang muss man dann aufpassen, ob das für einen genug ist. So Wiederspielwert. Man kann auch in Minigames und andere Sachen so Zeit investieren. Aber allzu viel mehr als 15 Stunden wird man wahrscheinlich nicht da rausholen. Dafür sind die ziemlich unterhaltsam. Da würde ich in der Hinsicht sagen, das hat sich gelohnt. Wir gucken auf das nächste Video drauf. Und wenn wir schon bei RPGs sind, ein anderes wunderbares RPG wurde neu aufgelegt. Was ihr da seht, ist Star Ocean, The Second Story, rausgekommen kurz vor der Jahrtausendwende auf der PlayStation 1 ursprünglich. Es gab auch eine PSP-Version. Dieses Game wurde kürzlich mit einem Remake für alle modernen Plattformen nochmal dargestellt. Das Spiel war von Enix, also bevor sie mit Squaresoft zu Square Enix zusammengekommen sind. Und das war so eine Art, wie die Star Ocean-Serie es typisch macht, so eine Mischung zwischen Sci-Fi und Fantasy-RPGs. Da geht es um einen Weltraumfahrer namens Claude, der auf einem Planeten dann gebeamt wird bei einer Expedition, wo Fantasy und Mittelalter-Action sozusagen angesagt ist. Und dort wird er wegen seiner Laserkanone als der Messias irgendwie angesehen, weil, oh, er kann Feuer regnen lassen. Was ihr hier im Spiel machen könnt, ist es zwischen zwei verschiedenen Charakteren, Claude, den wir gerade erwähnt haben, den ihr hier gleich seht mit seiner Laserkanone, zwischen dem auswählen und dann zwischen Rina, die eine Einwohnerin des Planeten ist. Und je nachdem, wen er auswählt, verändert sich die Story ein bisschen. Kampfsystem hat Echtzeitelemente da drin. Ich mochte das zur PlayStation 1-Zeit echt gerne, muss man sagen, weil das habe ich damals mehrfach durchgespielt. Es gibt verschiedene Abspende, die man sich holen kann. Was ich euch hier kurz zeigen kann, es gab davon auch eine PSP-Neuauflage. Es gab tatsächlich bereits schon ein Remake vor einiger Zeit. Da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen können, wenn wir das Spiel dann holen. Und hier ist die PS5-Version. Ich wollte das speziell auf der PS5 spielen, weil das extra wegen der Art, wie es remaked ist, da wegen der Grafik für mich nochmal Sinn gemacht hat. Ich habe für euch jetzt hier die Switch-Version einmal drauf. Ihr könnt eine Demo for free runterladen. Die ist für 3 Stunden spielbar, also es gibt ein Zeitlimit da drin. Allerdings, ihr könnt den Save dann auch mit in die finale Version übernehmen. Da ich hier leider nicht meinen PS5-Save mit rübernehmen konnte, da bin ich schon ein bisschen weiter, als hier habe ich hier nochmal angefangen und kurz mal reingespielt, um euch das zu präsentieren. Was für dieses Remake gemacht wurde, ist es auch quasi die Grundstory nehmen, aber sich so eine spezielle Art der Darstellung ausgedacht. Vielleicht kann man so ein klein bisschen analog zu Octopath Traveler oder Live Alive sehen, was vor einiger Zeit mit diesem HD-2D-Stil neu gemacht wurde, so sehen. Da hat man aber Pixel-Grafik sozusagen in die 3D-Welt gebracht.
was hier gemacht wurde, ist es, die Charaktere, seht ihr, also ich bin mit Claude und Rina hier unterwegs und kann entsprechend herumlaufen. Die komplette Grafik basiert aber auf aufwendig gemachten Polygonen mit so korrektem Schattenwurf und sehr aufwendigen Effekten. Auf der PS5 und den größeren Plattformen hast du auch 60 FPS, was ich noch mal ein bisschen schicker fand, sogar auf richtig 4K dann schalten. Bei der Switch ist es auf 30 FPS dann limitiert. Was halb so wild ist. Ne? Also man kann je nachdem gucken, wie sehr einen das stört oder nicht. Für unterwegs ist es natürlich cool, dass man es entsprechend mitnehmen kann. Komplett deutsche Texte, aber Synchro auf Japanisch und Englisch kann man dann auswählen, wenn vertonte Cutscenes mit dabei sind. Und ich fand gerade diesen Kontrast sehr cool, ne? Dass du diese Pixel-Charaktere hast, die trotzdem noch mal aufwendiger aufgenommen sind. Ich gehe mal kurz den gleichen Weg entlang, den wir genommen haben, gerade in der PlayStation 1-Footage. Es hat für mich so ein bisschen den Eindruck, dass ich hier mit der Polygon-Hintergrundgrafik versucht haben darzustellen, so wie die gerenderten Hintergrundbilder auf der PS1 gewesen sind. Also da hat es ja umgeschaltet, wie bei Final Fantasy oder Resident Evil, dass die vorberechnet waren, dass man entsprechend Aufwand mit reinpacken kann. Hier hast du aber, sagen wir mal, lebendigere Ausgaben davon, richtige Polygon-Hintergründe, Ladezeiten auf der Switch auch noch, es geht, aber trotzdem ein bisschen länger. Hier zum Beispiel, das finde ich wirklich ganz cool, dieser Kontrast zwischen den Pixel-Art-Figuren, aber dafür der Schattenwurf durch das Gras und wie die Partikel dann so durch die Luft fliegen und alles drum und dran. Das haben sie schon echt ganz cool gemacht. Die anderen Sachen hier sind auch nett modernisiert worden. Gegner seht ihr überall auf der Map als solche Schatten. Je nachdem, wie ihr reingeht, könnt ihr sie vielleicht auch mit dem Hinterangriff von hinten überraschen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, dann in Echtzeit drauf zu hauen. Ich versuche erstmal kurz davor zu fliehen, bevor die mich weghauen. Der zweite Charakter, okay, jetzt hat Rina die schon erledigt. Wenn ihr mehrere Charaktere habt, die ihr steuert eine Figur, könnt aber wechseln. Und die andere wird von der KI, je nachdem, wie es eingestellt ist, zum Beispiel mit Support-Magien, Angriffsmagien, anderen Sachen dann beauftragt. Man muss selber timingbasierte Attacken machen. Nicht unähnlich zu Mario RPG, was wir gesehen haben, aber hier müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Ich gehe mal kurz wieder raus aus dem Wäldchen hier, weil auf der Oberwelt haben wir ein bisschen mehr Gegner, wo wir ein bisschen mehr Action machen können. Diesen Save habe ich auch mit Rina angefangen. Das bedeutet, mein Claude ist hier sehr untergelevelt. Gerade deshalb hoffe ich mal, dass ich nicht dann da abkratze, wenn wir gleich da unterwegs sind. Ja, timingbasierte Attacken, aber ihr müsst sehr auf Blocken, Ausweichen, Kontern. Man kann irgendwie so die Abwehr brechen oder auch selber durchbrochen werden. Das ist alles Zeug, was man dann übt innerhalb des im Laufe des Spieles. Ich fand das Spiel damals so gut auf der PlayStation 1. Ich habe sogar in meine Top 101 der favorisierten Rollenspiele von mir dann reingevotet. Nicht ultra weit oben, aber trotzdem in der Liste mit drin verbaut, weil von den ganzen Star Ocean Spielen, da gibt es mittlerweile ja auch eine ganze Reihe von, finde ich, war so die Mischung hier. Storytelling, Sci-Fi mit reingemixt, zwar immer mehr Fantasy, diese Games, aber das, die Sci-Fi-Komponente finde ich da ganz cool. Auch hier, ey, ich finde es immer schön, wenn solche großen Worldmaps dann da sind. Bisschen Pop-In natürlich hier, wenn ihr die Elemente dann anschaut. Aber ja, ich fand das von der Mischung her, vom Kämpfen, von den Charakteren, von der Progression, wie es ausgesehen hat, wie es sich angehört hat, fand ich es also mit am coolsten. So, ich greife mal jetzt an mit Claude. Oh, und Rina hat den Gegner gebrochen. Deshalb konnten wir hier relativ fix die weghauen. Also Rina ist schon jetzt eine Angriffsmaschine, muss man sagen, weil die habe ich wirklich echt gut hochgelevelt. Claude ist, glaube ich, fünf oder sechs Level unter ihr, hier gerade. Innerhalb von Städten gibt es ja auch so eine nette Funktion, das nennt sich Private Actions, glaube ich, wurde es hier auch genannt. Je nachdem, wen ihr in der Party habt, könnt ihr untereinander getrennte Wege gehen und dann so kleine Mini-Events haben, wo man aufeinander trifft und dann miteinander quatschen kann, unterschiedliche Beziehungen pflegen zu den Charakteren. So, Hinterhalt können wir hier festmachen. Habe ich schon? Ach nee, Magie habe ich mit ihm noch nicht. Ich muss hier aufpassen, innerhalb der Story übrigens mit Claude nicht meine Schusswaffe einzusetzen, weil die nativen Leute des Planeten sollen nicht sehen, dass ich diese göttliche Kraft mit meinem Feuerprügel hier habe. Und dementsprechend muss er auf seine Laserwaffe verzichten und stattdessen mit einem Schwert hier agieren. Wenn ihr so Fan von Sci-Fi-Geschichten, von Star Trek und anderen Sachen seid, aber auch Fantasy-RPGs mögt, könnt ihr echt hier wirklich
jede Menge Fun mit haben. Ich gehe mal kurz in diese Stadt hier rein. Das wäre die zweite kleine Siedlung, in der man unterwegs ist. Ich habe leider noch nicht seitdem das Spiel released wurde, kam auch erst gegen Ende 2023, auch so lange reinspielen können, dass ich hier ein vernünftiges Urteil darüber abgeben kann. Was ich bisher davon gesehen habe und von meiner Erfahrung mit der PlayStation 1 und der PlayStation Portable-Version. Was hatte ich wieder vorhin gesagt? Ich meine, PSP natürlich kam das Spiel raus in dem ersten Remake. Weiß ich, dass es mir gefallen wird und ich dann weitermachen will. Ich muss nur die Zeit vernünftig finden, wenn endlich mal das Retro-Club-Buch fertig ist, dass ich entsprechend euch das zeigen kann. Was wir abschließend uns nochmal angucken können, wir können es hier bei dem Status hier mal sehen. Die haben viele coole Sachen hier verbaut, unter anderem zum Beispiel, dass man sich die verschiedenen Artworks ansehen kann. So sieht Rina im neuen Design aus für das aktuelle Spiel. Wir können aber auch Porträts umschalten mit X. So sah Rina in dem PSP-Remake aus. Da hatte man so ein bisschen simpleren Comic-Stil gewählt und das war die Render-Optik auf der PlayStation 1 für die Artworks. Da sieht man schon, dass das fühlt sich auch wie 1999 ein klein bisschen an, wenn man sich die Grafik dann hier so anschaut. So sieht's dann modern aus. Finde ich, haben sie aber einen coolen Stil gefunden, um die ein bisschen hochwertiger hier zu abzuändern. Müsste mal schauen, ob es irgendwie so eine Art Cross-Save vielleicht gibt untereinander, weil ich könnte es mir fast überlegen, dass ich mir noch die Switch-Version zusätzlich hole, einfach um unterwegs auch nochmal hier ein bisschen zu spielen. Aber ansonsten bin ich auch auf der PlayStation eigentlich ganz gut beraten. Und wie gesagt, auf der PlayStation habt ihr dann hier auch noch 60 FPS, 4K und andere Sachen, die ihr machen könnt. Ich schätze mal, auf dem PC und Xbox wird es nicht besonders viel anders sein. Und ja, hat auch recht gute Wertungen bekommen, also hat mich persönlich gefreut, weil sowas ja eher wirklich ein Nischenprodukt ist, aber das war auch so Metacritic in den hohen 80ern oder so und das zeugt natürlich davon, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Spiele wertzuschätzen weiß und dass tatsächlich mal Remake-mäßig auch mal ein bisschen was anderes gemacht werden kann als HD, 2D oder dann der ultraaufwendige Stil, den wir in Final Fantasy VII Remake gesehen haben. Sondern dass du hier auch, bin ich natürlich falsch rumgegangen, ich wollte eigentlich in die Stadt hier kurz rein. Es ist schon dunkel geworden, die Gegner werden dann auch umso gefährlicher. Dass man verschiedene Arten findet. Also hier, echt für ein PlayStation 1 RPG, hat man sich wirklich einen guten Weg überlegt, um den Style nochmal zu behalten. Ich hätte nichts dagegen, wenn hier nochmal, was weiß ich, solche Sachen wie Xenogears in der Form rauskommen würden, was wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Chrono Cross hatten wir schon ein Remaster gesehen, aber ein Remake wäre da auch ganz nett gewesen. Und hier hätten wir ein bisschen Spaß, aber können wir ein bisschen lauter machen, Regie, da können wir noch mal hören, wie sie sich anhört. There's an inn I know nearby. Let's stay there for the night and we'll visit the castle tomorrow. Gut, dann habt ihr ja auch mal gesehen, wie die Sprachausgabe klingt. Könnt ihr aber auch Japanisch schalten und ich glaube sogar verschiedene Arten von Synchros, weil es gab ja noch mal Anpassungen, was die PSP und die PS1-Version angeht in der japanischen. Egal, aber genug davon. Ich glaube, wenn ich mal über RPGs anfange, wird es schwierig, dann aufzuhören. Und da werden wir lange, lange drüber reden. Dafür machen wir jetzt ein bisschen Strategie-Action, gucken auf das nächste Video drauf. Und wir reden mal ein bisschen über Advance Wars. Hier seht ihr die erste westliche Ausgabe der Serie, wobei Advance Wars war schon seine eigene Unterserie, aber ein Strategiespiel. Wir alten Computergamer fühlen sich bei dem Spiel vielleicht an solche Sachen wie Battle Isle oder History Line erinnert. Taktikspiele, wo ihr auf einer Map rundenbasiert mit Einheiten gegeneinander kämpft. Je nachdem, wie bestimmte Abhängigkeiten sind, hat man verschiedene Schadenskoeffizienten, die dann geschaltet werden. Also muss man achten, mit der Infanterie greife ich Panzer an, mache ich dies, mache ich jenes. Ihr wisst, wie solche Strategie-Games ablaufen. Ich persönlich habe die ganz gerne zur Game Boy Advance Zeit gespielt. Wir haben ja immer wieder mal Updates bekommen, bis in die Wii-Ära rein. Leider seitdem ein bisschen eher weniger. Das ist jetzt, was wir gleich sehen werden, ein Remake, was lange Zeit angekündigt gewesen ist für die Nintendo Switch. Aber dann brechen Kriege in der echten Welt aus. Hat Nintendo wohl keinen Bock, Kriegsspiele dann irgendwie auf den Markt zu werfen. Es gab ein längeres Delay, dann ist es jetzt 2023 rausgekommen. Kriege gibt's immer noch, aber Nintendo sagt, ja, von mir aus, jetzt ist lang genug her, jetzt können wir das Spiel da mal zeigen. Ist ja eh auch alles comic-mäßig gemacht. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist jetzt draußen. Es enthält sowohl den ersten Teil, den wir gerade auf dem Game Boy Advance gesehen haben, als auch den zweiten, gemacht von Way Forward.
wenn man aufs Ingame dann hier mal drauf geht. Also ihr könnt beide Game Boy Advance-Teile hier in einem neuen Look euch angucken. Die Grafik wurde polygonmäßig neu aufgebaut. Ich finde es ein sehr schönes Intro, was sie jetzt hier ausgedacht haben. Also es fängt diesen wirklich auch, ich will jetzt nicht sagen simpleren Comic-Stil, weil es ist schon aufwendig gemacht, aber so von den Details her, die haben sich bewusst ja zurückgehalten, damit es so diese schöne Comic-Stimmung dann weitertreibt. Erinnert mich fast schon eher so an End-90er, Anfang 2000er. Das passt ja auch, also Animes und Zeichentrickfilme. Passt dabei auch, da ist ja auch das Game Boy Advance Original rausgekommen. Skippen wir mal hier weiter, starten und wir gehen mal kurz, ich will hier nicht zu viel machen, wir machen mal gegeneinander und machen mal eine Standardpartie. Könntet auch mit 4 Leuten auf 4 Konsolen in lokaler Verbindung spielen, aber wir machen das mit einer jetzt hier. Nehmen mal die Standard-Map, könnt hier Charaktere auswählen, ich bin mal Player 1. Nehmen wir mal das Mädel und hier könnt ihr verschiedene Settings, weil das der Versus-Modus ist, natürlich Fog of War und anderen Krimskrams einschalten. Wir machen das mit den Standard-Settings. Und hier habt ihr es dann so, dass ihr verschiedene Phasen habt, eigene Charakterphase und dann Gegnerphase. Diese Map ist so ausgerichtet, seht ihr, ne? Eine lange Straße, die sich durchzieht. Man muss auch so ein bisschen drauf achten, zu welchen Gebäuden man hingeht. Hier zum Beispiel, Bewegungen sind auch limitiert mit dem Hubschrauber. Kann ich natürlich auch sowas wie die sonst schwierig zu passierenden Berge dann umfliegen. Meine Panzer haben eher nur die Gelegenheit, dann über Straßen zu fahren. Mit Infanterie kann ich mich auch teilweise durch Berge durchbegeben, aber dann dauert es länger, die Panzer können da aber. Und ich weiß, solche Sachen müsst ihr beachten und dann auch schauen, dass entsprechend, ich mache das mal kurz fix, damit wir mal so ein, zwei Attacken hier sehen, auch den will ich hier lassen. Gebäude kann man auch noch extra schützen. Ich glaube, da muss man auch Charaktere nochmal aufstellen. Ist jetzt ein bisschen her, dass ich es richtig gespielt habe. Also verzeiht mir, wenn ich nicht alle Details zu 100% im Kopf habe. Wenn ihr euren Zug beendet, wenn ihr euren Zug gemacht habt, dann wird auf den Gegner zugeschaltet. Hier hat der Computer dann Gelegenheit, selbst seine Bewegungen zu machen, Angriffe zu machen. Und hier wollt ihr natürlich nach Möglichkeit in einer guten Position sein, um dann einen Gegner vernünftig einzukesseln, vielleicht euch Vorteile zu suchen, welche Einheit greift gegen welche dann nochmal an. Ich werde es hier mal riskieren, wobei das ein ziemlich dummer Move ist, weil sobald ich jetzt da hingehe, werde ich relativ schutzlos sein. Ich kann hier mit meinem Hubschrauber ein paar verschiedene Einheiten angreifen, die beiden. Allerdings seht ihr hier, Schaden 19%, so wie der Kampfpanzer aufgebaut ist. Also bei dem wird es nicht so viel Sinn ergeben. Bei dem hier, bei 50%, kann ich schon mal machen. Deckung ist auf 0, Straßenbelag, also das spielt auch alles mit rein. Sobald man das gemacht hat, wird auf diese Gegenüberstellung umgeschaltet und jede der Einheiten hat sozusagen einen Wert von 10. Hier konnte ich die Hälfte des Werts weghauen bei dem Gegner. Das heißt aber jetzt auch, ist mein Hubschrauber relativ schutzlos da oben. Wir werden mal ordentlich weitergehen. Mit meiner Infanterie kann ich jetzt zum Beispiel hier schon mal durch den Berg. Mit denen kann ich hier nicht durchfahren. Hier gehe ich mal in das Gebäude. Und ja, wenn man sich einmal drauf eingelassen hat, es gibt ein umfangreiches Tutorial, wo man diese ganzen Abhängigkeiten dann kennenlernt. Kann man sich dann wirklich darin fallen lassen. Hier auf dem Sender kennt ihr es wahrscheinlich eher von Colin, der ja sowieso super Fan ist von der Serie. Ich war jetzt nicht so leidenschaftlich bei der Serie, aber ich habe sie immer ganz gerne mal zwischendurch gespielt. Ich muss sagen, für mich persönlich, Advance Wars, War-Serie in Japan, gibt es echt viele Spiele, gab es schon auch auf anderen Systemen. Und jetzt, oh Gott, alle meine Hubschrauber weg, ey. Ich habe gesagt, es war eine dumme Idee, den da unten hinzupacken, aber wir konnten wenigstens mal zeigen, wie das funktioniert. In Japan gab es die Serie bereits auch schon seit NES, seit Famicom-Tagen. Da gab es ein Famicom Wars, ein Game Boy Wars, von Intelligent Systems gemacht, also der Firma, die auch hinter Fire Emblem steht, wenn ihr euch daran ein bisschen erinnert fühlt. Fire Emblem ist aber ein bisschen anders aufgebaut. Ich war ein bisschen mehr bei Fire Emblem drin, muss ich zugeben. Deshalb habe ich mich mehr auf diese Art dann gewöhnt. Jetzt hat er ein Fauxpas begangen, habe ich seine Einheit komplett weggemümmelt. Schön mal hier die Brücke besetzen, damit die Gegner hier nicht vorbeikommen. Ich glaube, eine Runde können wir hier nochmal machen. Soweit ich mitbekommen habe vom Remake jetzt hier aus, ist es ganz gut angekommen. Ein paar Leute haben so die Polygonoptik moniert, weil das natürlich ein bisschen anderen Charme weitergibt als jetzt die klassische Pixel-Art-Grafik, die wir vorher hatten. Mich stört das jetzt nicht besonders groß, muss ich sagen. Also es sieht eigentlich alles sehr gut aus. Hat natürlich auch noch mal ein kleines bisschen mehr an Dynamik. Die haben den Comic-Style schön hier umgesetzt. Und diesmal
meine, ich habe es eingangs erwähnt, WayForward haben sich hier gekümmert um diese Neuauflage. Was ja ein Studio ist, was Ahnung hat von alten klassischen Pixel-Art-Games und auch gerne mal Sidescroller und andere Geschichten hier umgesetzt haben. Shantae ist von denen x-fach andere Spiele haben sie umgesetzt. So, da gab es ein schönes Batman-Spiel auf der Wii, meine ich, was sie auch gemacht haben, Sidescroller. Und die haben schon ganz gute Ahnung von. Ja, und das sieht, ja, okay, warte mal, können wir den angreifen? Machen wir das mal von hier mit der Raketenabschussanlage. So, einer, reicht das? Ah! Nur ein bisschen gekratzt an der Panzerkette hat es da ganz. Also sie machen da ganz gute Arbeit und es ist, meine ich, auch gut angekommen. Oh, warte mal, kann ich den hier? 10% Schaden nur? Ah, das ist natürlich nicht so gut. Komme ich mit dem Panzer hier? Warte mal. Oh, okay, okay. 108% Schaden, okay, das müssen wir nochmal machen. Komm her, 108% Schaden für den Hubschrauber. Direkt aus dem Walddickicht. Okay, komplett, komm, das muss komplett weg sein. Jawohl, 108% Schaden. Das ist doch der Hammer. So kann man das dann weghauen. Das reicht mit Advance Wars. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, ich bin mir sicher, es gibt irgendein Format hier auf dem Sender, wo Colin schon mal aufwendiger drüber und länger gequatscht hat. Ich finde, das Remake lohnt sich hier tatsächlich, weil die GBA-Spiele, die kriegt man ja nicht mehr so easy, tatsächlich. Also wenn man noch mal ein Originalspiel haben will, der Gebrauchtmarkt ist ja mittlerweile recht teuer geworden. Und die hätten eventuell noch mal die Originale hier vielleicht mit dabei haben sollen, weil ist es so schwierig, da einfach noch mal eine Option und zwei ROMs mit auf das Modul zu packen, Nintendo? Ich weiß es nicht. Na, zumindest, oder vielleicht kann man sie ja freispielen und ich habe es noch nicht gemacht. Schreibt mir das gerne in die Comments rein, wenn es so ist. Wir gehen kurz in eine Pause und wenn wir zurück sind, dann haben wir noch mehr Remakes, die wir auf den Prüfstand stellen. Bis gleich. Hey, Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Wir sind wieder zurück beim Retro-Club. Heute geht es um Remakes und derer Qualität. Lohnt es sich, diese Neuauflagen sich zu holen oder ist man mit den Originalen besser bedient? Bisher ein paar recht bunte Spiele hatten wir dabei. Mario RPG, Star Ocean 2, Star Ocean The Second Story und Advance Wars in der Neuauflage uns angeguckt. Wir gucken in die nächsten Mats rein. Und kümmern uns jetzt um Kirby's Adventure auf der Nintendo Wii, auch bekannt als Kirby Return to Dreamland in den USA, war eines der, da seht ihr die originale Wii-Version hier, war eines der Spiele, die von Kirby auf der Nintendo Wii rausgekommen sind. Und war ein Game, ich meine, hat man ein Kirby-Spiel gespielt, hat man gefühlt alle gespielt, muss man so ein bisschen sagen. Wobei, da tut man den Games natürlich unrecht, jedes von denen hat so ein bisschen seine eigenen Gimmicks. Hier im Speziellen war es doch mal, dass ihr seht, so ganz krasse Fähigkeiten, die Kirby noch mal dazu bekommt. Ich habe mich im ersten Moment dann nicht ganz dran erinnert und dann gemerkt, Moment, das haben wir ja schon hier auf dem Sender gespielt. Fabian und ich hatten gemeinsam so ein Windelweich angehüpft vor etlichen Monaten gemacht, als nämlich das Switch-Remake davon rausgekommen ist. Ich hatte dieses Game aber tatsächlich nicht als Remake abgespeichert. Also ich habe jetzt im Vorfeld hier für euch nochmal die Wii-Version gespielt und mir mal angeguckt, was so die Unterschiede sind. Das sieht ja schon immer noch sehr gut aus für ein 12 Jahre altes Spiel jetzt hier. Und die haben auch dementsprechend sehr viel Aufwand reingesteckt. Ergibt es Sinn, da überhaupt ein Remake zu machen oder hätte auch ein Remaster es getan? Ihr werdet gleich an der Switch-Version sehen, dass Remake natürlich auch hier mit, also es ist schon ein Remake, was wir hier sehen im Game, aber die Unterschiede halten sich so ein bisschen in Grenzen, gerade in technischer Hinsicht. Bei der Wii-Version war mir nochmal aufgefallen, können aufs Ingame gerne auch schon mal rauf, während das Intro hier läuft. Bei der Wii-Version war mir aufgefallen, dass da so typisch ein paar Wii-Spielereien von wegen schüttelt den Controller, damit Kirby noch stärker und größere Steine einsaugen kann und so weiter. Diesen Krimskrams, den braucht man jetzt hier nicht mehr machen bei der Switch-Version. Die Umgebung sieht relativ ähnlich aus, aber ihr könnt es eventuell an den Figuren sehen. Ihr seht, die ein bisschen
ja, simplifiziertere Farbgebung und die dicken Outlines. Sie haben die Charaktere tatsächlich hauptsächlich hier neu gemacht im Cell-Shading-Stil. Also diese dicken Outlines waren in der Form zumindest nicht in der Wii-Version vorhanden, sondern mehr klassische Polygonmodelle. Das ist die Demo, die wir hier gerade kurz anmachen. Die kann man auch schon sich auch direkt im Store runterladen, ein paar Sachen ausprobieren. Ich werde mal den gleichen Level anmachen, den wir gerade in der Wii-Footage gesehen haben. Und ihr könnt sowohl mit dem Steuerkreuz als auch mit dem Analogstick spielen. Also das finde ich immer ganz praktisch. Springen, reinsaugen, wir gehen mal in die erste Stage hier rein. Ja, das Erste, was einem auffällt, sind tatsächlich die Figuren, die jetzt eben nochmal diese Outline hier haben. Wenn man es direkt dann gegenüberstellt, müsste auch der Detailgrad nochmal ein bisschen verstärkt sein, was so die Hintergründe angeht. Aber man braucht schon eine konkrete Gegenüberstellung, um die Unterschiede konkret zu sehen. Weil wenn Nintendo jetzt wirklich nur ein Remaster gemacht hätte und sich nicht jetzt den Aufwand gemacht hätte, hätte, glaube ich, kaum jemand... Oh, den hätte ich lieber einsaugen sollen. Dann hätte ich nämlich seine Fähigkeiten bekommen. Machen wir das mit dem hier oben. Warte mal, wirf mal dein Schwert. So, und da ich den hier eingesaugt habe, kann ich jetzt einen Bumerang werfen und hier Action machen. Nintendo wäre auch, glaube ich, mit dem Remaster ganz gut zurechtgekommen, aber die denken sich wahrscheinlich, okay, wenn es ein Wii U-Spiel gewesen wäre, dann können wir uns ein Remaster erlauben, das sieht ja noch gut genug aus, aber in dem Fall müssen wir tatsächlich auf ein Remake gehen, auch wenn die Unterschiede nicht sofort ersichtlich sind. Das Spiel ist schon so lange her und eventuell ist Wii-Grafik doch ein bisschen zu simpel für das, was wir hier auf der Switch machen sollen. Vom Spiel her aus ganz Standard, klassisches, gutes Kirby-Spiel, wie man es kennt. Herumspringen, Action machen. Es sind, wie gesagt, diese Wii-Fernbedienungsspielereien hier raus. Warte mal, kann ich das, wie kann ich das abwerfen? Genau, ich leg mal die Power ab, weil ich will mir das Feuer schnappen. Da kann ich nämlich hier, wow, wie ein Derwisch mit meinem Feuer Gegner verbrennen. Oh, komm mal her, habe ich dich schön gebraten hier. Der Aufbau schien mir recht ähnlich von den Leveln, die ich gespielt habe. Also, dass sie sich an dem Wii-Original orientieren, aber jetzt natürlich mit der besseren Optik zusammengebaut. Was hier nochmal, ich meine, extra dazu getan wurde, zumindest habe ich das bei der Wii-Version nicht gesehen, war dieses, Gott, wie hieß es, das lustige Magooland. Wir werden gleich mal kurz dahin gehen, so eine Minispielsammlung, wo man ja noch mit mehreren Leuten auch so ein bisschen extra Action machen kann. Wie das alles funktioniert. Ah, Moment, ich muss hier die Power ablegen. Dann kann ich nämlich den Stein einsaugen. Hier hätte ich jetzt mit der Wii-Fernbedienung rütteln müssen eigentlich. Bei der Version muss ich zum Glück nicht machen, sondern einsaugen reicht. Das könnt ihr in einem Video von Fabian und mir dann sehen, wie diese Minispiele da funktioniert haben, weil die haben wir auch zu einem Teil dann ausprobiert. Spiel selber funktioniert gut, macht Fun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann sagen kann, dass so viele Leute das wie Original noch haben und besitzen. Also es ist wahrscheinlich eher so, dass eine gewisse Klientel das noch daheim hat als Kirby-Fans, aber bei den anderen, da kann man wahrscheinlich auch gleich einfach direkt zu dem Switch-Remake greifen, wenn man sich das hier anguckt. Von allen Spielen, die wir gesehen haben, ist es tatsächlich bisher das vergleichsweise simpelste Remake in der Hinsicht, dass wir hier die wenigsten Unterschiede gesehen haben gegenüber dem Original. Warum das jetzt Cell-Shading-Optik sein so musste bei den Charakteren? Es sieht gut aus, ich habe nichts dagegen, aber auch der normale Style war eigentlich ganz nett geregelt. Also passt alles eigentlich ganz gut. So, gehen wir mal kurz, bis wir wollen das mit dem Schwert zumindest nochmal machen. Die Laubkraft gefällt mir nicht so gut, finde ich. Dafür nehmen wir mal hier ein Sandwich. Blockt oder stört mal ein bisschen so bei dem Fortschritt. Also hier man sieht die Unterschiede am wenigsten, aber es ist natürlich immer noch ein gut aussehendes Spiel. So, wenn wir hier dann durchgehen. Die Level sind alle relativ lang, habe ich gemerkt. Also gerade, wo ihr hier in verschiedenen Schichten dann durchgeht. Machen wir die mal hier weg. Ich würde das Schwert nochmal gerne haben. Das große, was wir gesehen haben. Natürlich sollte man nicht so speedig hier durchgehen, durch die Level, aber wir erlauben es das mal. Das extra Leben nehmen wir auch noch mal mit. So. Ah, Kraft ablegen zum Einsaugen. Ja, wenn ihr mehr... Ah, verdammt. Ich hätte da durcharbeiten können. Kriege ich das noch mal durch? Egal. Ja, holen wir uns hier den Feuer-Johnny.
und gehen durch. Und ich glaube, wir sollten gleich das Power-Schwert hier bekommen. Ihr könnt ja gerne in die Comments mit reinschreiben, wenn ihr mehr Erfahrungen mit solchen Titeln hier gemacht habt. Wie ihr das Remake hier empfunden habt. Oh, und jetzt kommt das geile Schwert, okay. Ablegen die Kraft. Okay, jetzt haben wir das Ultraschwert und das ist schon ganz geil. Ne? Also hier könnt ihr echt hingehen und nicht nur die Gegner, sondern auch die komplette Umgebung wegbamsen. Und das gibt einem schöne Sternpower. Die Locations sind auch hier gerade so hingepackt, dass ihr tatsächlich sehr viel weghauen könnt mit dem Schwert. Also alles schön praktisch in einer Schneise. Hier mal ein großes Hackmesser. Gegner landen auf dem Bildschirm. Alles klar. Machen wir mal hier so. Erwischen wir euch so alle. Und hier schön in der Mitte. Und jetzt hier, was war das, so ein Kendo-Stab? Hier nochmal ein altes Schwert. Also Kirby hat echt hier viel. Also wir kommen gar nicht. Und hier hätten wir dann das Dimensionstor, wo wir durch können, um in den weiteren Part des Levels zu kommen. Ja, ich glaube, es wird reichen. Das Magoland müssen wir jetzt nicht nochmal extra präsentieren. Schaut euch da einfach das Video nochmal an, was Fabian und ich gemacht haben. In der Hinsicht, wenn ihr noch eine Wii habt und das Original spielt, weiß ich nicht, ob man überhaupt das Remake wirklich so richtig braucht. Aber in den meisten Fällen, vielleicht solltet ihr keine Wii mehr daheim haben, da ist das Remake hier durchaus sinnvoll. Bei dem nächsten Spiel, da gehen wir auf das nächste Video mal einmal drauf. Da habe ich mich sehr gefreut, wurde auch angekündigt, kommt jetzt im Januar 2024 raus. Die Another Code Recollection wird es für die Nintendo Switch geben. Eine Sammlung von zwei Grafik-Adventures. Das erste war Another Code Doppelte Erinnerung für den Nintendo DS rausgekommen. Ein eher entschleunigtes Point-and-Click-Grafik-Adventure. Du spielst die junge Ashley Mizuki Robbins, die auf die verlassene Blood Edward Insel geht, um Spuren ihres verschollenen Vaters zu finden, der sie dahin gebeten hat. Das funktioniert auf dem Nintendo DS. Ihr seht hier die beiden Screens, habe ich hier seitlich mal hingepackt, damit das besser hier für euch präsentierbar bleibt. Ihr habt so Puzzles und Rätsels, die mit Touchscreen gemacht werden und müsst euch da durcharbeiten. Grafik wird in diesem Polygon-Style euch gezeigt und das war damals echt ein relativ früher, aber ganz cooler Titel, wo man dann auch wirklich mit Touchscreen und solchen Geschichten da gearbeitet hat. Wie gesagt, er entschleunigt vom Ablauf her und hat eher so eine stimmungsvolle Story mit Geistern und anderen Geschichten, um die es dann da geht. Und ich habe es damals sehr gerne gespielt. Davon gab es ein Nintendo Wii-Sequel namens Another Code R, die Suche nach der verborgenen Erinnerung, rausgekommen auf der Wii im Jahr 2009. Ich habe tatsächlich meine alten Saves hier nochmal gehabt. Ich habe die angemacht mit Save-Datum von 2009, wo ich es durchgespielt habe. Da spielt man Ashley etliche Jahre später, die in einer Art Sommercamp, sagen wir es mal, so eine Wissenschaftseinrichtung mit angehängtem Sommercamp mit dabei. Und das Spiel war komplett dann ausgerichtet auf die Wii, dass man alles mit der Fernbedienung gesteuert hat. Man hat Ashley von der Rückansicht teilweise gesehen, hat sie mit den Menüs so ein bisschen hier und da gesteuert und das hat die Story fortgeführt von Another Code. Also für die Leute, die wissen wollten, was mit Ashley dann los ist, was so weiter abgeht. Dieser Typ sieht echt Anfang 2000er aus, ne? Spielt es zwar 2009, aber der sieht ein bisschen mehr 2003 aus mit seinem Kinnbart und alles. Das waren die coolen Leute damals in den 2000ern. So hat man sich so angezogen. Ist mir wieder aufgefallen. Mir hat auch das Spiel sehr viel Fun gemacht, muss ich sagen. Ich habe das damals, glaube ich, auch ganz kurz mal vorstellen dürfen bei Game One, als es soweit gewesen ist. Und diese beiden Spiele habe ich sogar mal mitgebracht für euch. Wir haben hier das Nintendo DS Another Code und wir haben hier das Nintendo Wii Another Code hier. Diese beiden Games, wir können aufs Ingame draufgehen, sind jetzt in diesem Doppelpack oder werden erhältlich sein. Vielleicht, wenn ihr diese Folge seht, gibt's die dann schon, aber im Januar 2024 ist es zumindest soweit, ich nehme es ein bisschen vorher auf. Ich konnte mir hier bereits die Demo anschauen. Es gab von Nintendo auch eine Demo, die man sich runterladen kann, wo man den Save auch mit übernehmen kann. Was hier gemacht wurde, diese beiden Spiele in einem Paket zusammen mit neuer Grafik. In dieser Demo ist nur der erste Teil anspielbar. Das erste Kapitel vom ersten Teil, wo man so knapp eine Stunde spielen kann. Da wir es mit komplett unterschiedlichen Plattformen zu tun haben, die Nintendo Switch funktioniert natürlich komplett anders als der DS und die Nintendo Wii. Diese Games sind neu gestaltet worden mit 3D-Grafik. Ich nehme mal kurz diesen Save hier.
Man kann es ein bisschen schwieriger präsentieren in so einem Umfeld wie hier im Retro-Club, weil das sehr textlastige und redelastige Spiele sind. Hier musst du dich auch eigentlich in Ruhe hinsetzen, umschauen, mit Leuten reden. Hier bin ich gerade mit Ashley auf der Blood Edward Island angekommen. Meine Tante ist schon mal vorgegangen, um meinen Vater zu treffen, aber hat sich lange nicht gemeldet. Hier bin ich mit dem Kapitän gerade hier unten. Und ihr seht schon, verglichen mit der DS-Footage, die wir gesehen haben, doch vergleichsweise aufwendigere Polygongrafik, gerade bei den Charaktermodellen, die finde ich, sind schon echt sehr gut geworden. Wo es ein bisschen schwieriger vielleicht wird, wenn wir hier mal an so eine Wand gehen. Also so die Texturen, es geht schon, aber es geht eigentlich auch nicht. Also wenn ihr in manche Ecken guckt, dann haben sie nicht jetzt den, haben sich gesagt, wir müssen nicht jede Textur super aufwendig machen. Dieser Müllhaufen, der darf auch gerne mal wie ein Müllhaufen aussehen. Aber ich finde, das trübt nicht den guten grafischen Eindruck, den gerade so zwei eigentlich Nischen-Adventures, den sie hier bekommen haben, hier umgesetzt bekommen haben in dem Spiel hier. Ich kann mit Leuten reden. Manche der Texte sind vertont, der Großteil nicht. Also hier sind wir zum Beispiel in einem Text drin, wo es nur so kleine Sprachfetzen gibt. Aber ansonsten könnt ihr entsprechend auch alles komplett synchronisiert haben. Der Kreis, den ihr um Ashley hier drumherum seht, das kann man zuschalten. Das ist so eine Hilfefunktion, wenn man nicht weiterkommt, dass einem der richtige Weg zum nächsten quasi Storypunkt oder Rätsel dann gezeigt wird. Also man kann diese Support-Sachen zuschalten, man kann es aber auch rausnehmen für die Leute, die das nicht haben wollen. Wenn ich es dann nochmal durchspiele, werde ich es dann auslassen, aber diese Funktion ist dann da drin. Jetzt sind wir in einen Part angekommen, zwischendurch gibt es mal ein paar Cutscenes. Hier sehen wir gerade ein Tor, was verschlossen ist. Ich gehe mal hin und guck mal, ob ich es aufmachen kann. Was geht mit dem Tor? Don't tell me it's locked. Tatsächlich. Yep, just my luck. Wie sollen wir bloß weiterkommen? Vielleicht kann uns ja der Captain helfen. Oder auch nicht. Oder der Captain hilft uns nicht. Einfach weggefahren. He left. He actually left me here. Now what? Hier natürlich innerhalb der Cutscene. Ich hatte das Rätsel, also ich hatte mir schon gedacht, in welche Richtung das hier gehen kann, von dem Rätsel, was du gleich machen musst. Aber wow. Es wird hier einem noch in der Cutscene noch mal ein bisschen deutlicher gezeigt. Ashley, setz dich auf diesen Stuhl. Sag doch noch, blöder alter Stuhl. Was könnte das Rätselslösung sein? Jessica ist ihre Tante, die gerade weg ist. Und es wurde nochmal auf den Stuhl gezoomt. What's that jingling? Und es klimpert auch noch. Also die Hinweise sind schon sehr, sehr deutlich. War es in dem DS-Spiel und dem Wii-Sequel so, dass dann die Features der Geräte, zum Beispiel der Touchscreen bei dem DS oder bei der Wii mit der Fernbedienung, das sehr eingebunden war. Hat man hier dann Features bei dem Rätsellösen, die wurden angepasst auf die Switch. Zum Beispiel, hier ist ein Schlüssel direkt unter dem Stuhl, den ich aber erstmal ein bisschen rauskriegen muss. Was hier gemacht wird, ich habe jetzt hier einen Adapter und einen PS5-Controller, deshalb wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger funktionieren, weil der Gyrosensor ist hier auch aktiv, aber der läuft ein bisschen anders als bei der Switch. Jetzt muss ich gucken, dass ich es vernünftig rauskriege. Ich muss versuchen, den Schlüssel durchdrehen, in eine Lücke zu kriegen. Das funktioniert mit richtigen Wii-Controller ein bisschen besser, aber ich glaube, ich habe es geschafft. So, guck mal, fall runter, durch das Loch da. So Features von der Switch wurden darauf ausgelegt. Jetzt habe ich den Schlüssel hier bekommen, den Bärchenschlüssel, und kann damit diese Tür aufmachen. Das war jetzt ein relativ simples Rätsel noch zu Beginn, aber das wird natürlich alles nochmal komplexer und aufwendiger. Man muss echt auf seine Umgebung achten. Ihr habt auch so eine Art Switch-Äquivalent. Im Original war das ein Nintendo DS, den man mitgenommen hat, der so als Schaltzentrale dann gilt, was wir fürs Rätsellösen hier auch benutzt. Wir werden aber den Schlüssel mit Anhängern mal hier verwenden und können die Tür aufmachen.
was wir nicht so viel sehen konnten bisher, jetzt wo ich es gerade aufnehme, müsste eventuell nochmal ein neuer Trailer rausgekommen sein, wie der zweite Teil umgesetzt ist. Weil hier der erste Teil vom DS mit dieser neu gestalteten Optik, mit dem Rückansicht herumlaufen und so weiter. Skippe mal kurz gleich, weil es hier noch eine Cutscene ist. Das haben sie schon recht interessant neu gestaltet. Bei dem zweiten Spiel war es ja nicht so ultra viel nötig. Ich habe gesehen, auch bei der Wii, die Grafik sah eigentlich ganz gut aus, aber es war eben ein Spiel, was man komplett über die Fernbedienung gespielt hat. Deshalb bin ich hier sehr gespannt, wie der zweite Teil da funktioniert. Ich denke mal, die haben die Grafik relativ ähnlich gestaltet und den Look jetzt hier. Ich finde, die Remakes lohnen sich auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall ziemlich andere Spiele. Auch inhaltlich läuft das teilweise ganz anders ab. Der Anfang auf der Nintendo DS-Version, da musste man noch diese Brücke runterlassen und so weiter und so fort. Das wurde hier teilweise komplett adaptiert und neu gemacht. Wenn man diese Games damals gezockt hat, kann man sich wahrscheinlich auch nicht mehr zu 1000% an alle Details erinnern. Okay, hier sind die Texturen teilweise echt. Also auf dem Boden sollten wir echt nicht gucken und so weiter. Kann man sich wahrscheinlich nicht mehr an die Rätsellösungen erinnern. Aber nichtsdestotrotz haben die hier natürlich einen guten Weg gefunden und diese alten Games, die eigentlich von vielen Leuten schon vergessen wurden, nochmal in einem Paket zusammen anzubieten. Finde ich gerade gut von Nintendo. Die haben ab und zu mal ja auch ganz nette so Adventures in ihrer, in ihrem Portfolio mit dabei. Wir hatten ja die Famicom Detective Club Games vor einigen Jahren bekommen, die sie nochmal neu aufgelegt haben. Und ich spiele die Dinger ganz gerne. Hotel Dusk wäre auch etwas, was zum Beispiel noch eine Neuauflage wert wäre, wobei ich das sehr mit dem Nintendo DS assoziiere, weil du das ja auch wie so ein Buch gehalten hast und gelesen hast. Ich weiß nicht, wie sie das so vernünftig auf die Switch umsetzen können. Aber solche Sachen gerne mehr. Bisschen mehr Technikaufwand hätte hier drin sein können, natürlich. Aber mir reicht das fast schon mehr als genug. Ich überspringe mal die Cutscene kurz hier. Mir reicht das fast schon mehr als genug, wie sie es jetzt hier gemacht haben. Und ich bin nach all den Jahren, glaube ich, wieder voll dabei, wenn die finale Version dann draußen ist. Ich kann mit meinem Save hier dann direkt weitermachen. Was habe ich da gefunden? Das ist das Spiel, weil ich finde, von den Remakes her lohnt sich das. Ich bin gespannt darauf, wie der zweite Part dann werden wird. Oh, ein Geheimgang haben wir gefunden. Und ein Licht. Es verfolgt uns. Was wird da passieren? Wenn ihr Erfahrungen mit Another Code gemacht habt, dann könnt ihr mir gerne auch in die Comments da auch mal reinschreiben, was ihr darüber nachdenkt oder was ihr darüber denkt. Und ja, ich glaube, das können wir auch mal skippen. Das wäre nämlich jetzt hier das Intro, was wir schon mal gesehen haben. Das wird hier nochmal abgekürzt. Jetzt könnte ich von hinten weitergehen. Und ja, schreibt mir in die Comments rein, was ihr über Another Code denkt und ob ihr euch auf das Remake freut und froh darüber seid, dass Nintendo überhaupt solche Sachen dann macht. Genug davon. Wenn ich mehr gespielt habe und die finale Version draußen ist, werde ich euch wahrscheinlich im Game Talk noch mal ein bisschen was darüber erzählen. Ich hoffe, dass ich auch die Zeit dann dazu finde, weil das doch Games sind, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und dann kann ich hoffentlich zu den alten Versionen hier auch noch mal die Switch-Verpackung ins Regal mit reintun. Ja, da haben wir sie noch mal. Wenn ihr schon lange keine Wii- und Nintendo DS-Spiele mehr gesehen habt, so haben die ausgesehen damals. Wisst ihr noch, wie ein Nintendo DS-Modul aussah? Auch schon lange her. Ja, fällt fast auseinander hier. So, das ist ein Nintendo DS-Modul. Nein, ich werde es jetzt nicht dann ausprobieren. Bei der Switch ist es nur so, dass die Module ganz bitter schmecken, damit die Kinder nicht in den Mund packen. Ich glaube, beim DS hatten sie es noch nicht gemacht. Ein Spiel habe ich noch für euch und da gehen wir auf das Video einmal drauf. Und ist auch vor einiger Zeit rausgekommen, das Remake zu Pac-Man World. Die Pac-Man-Spiele haben zu PlayStation 1-Zeiten 3D-Jump'n'Runs bekommen. Darunter Pac-Man World, das erste Pac-Man World, wo ihr mit Pac-Man durch 3D-Level unterwegs seid und ihn hüpfend, springend und pillenschluckend an verschiedenen Gegnern vorbei buxiert. Hier sehen wir die originale PlayStation 1-Version mal ein bisschen ausführlicher gespielt. Ich habe die nie zu viel gezockt damals zur PlayStation 1-Zeit. Also ich habe viel Jump'n'Runs gezockt, aber ich war mehr so bei Spyro und bei Crash Bandicoot dabei. Und die Pac-Man World-Dinger hatte ich aber so im Hinterkopf, hey, die waren ja durchaus beliebt gewesen. Aber wie gesagt, nie zu lange gespielt, dass ich zu viel Erfahrungen mitgemacht habe. Dieses Game wurde jetzt neu aufgelegt als Pac-Man World Repack vor einiger Zeit für moderne Plattformen. Ich habe es mir auf der Nintendo Switch nochmal geholt. Der Standardpreis sind rund 30 Euro für die Neuauflage. Allerdings, als ich das mir geholt habe, gab es das im Angebot im Switch Store für, glaube ich, 11 oder 12. Da habe ich gesagt, ach komm, lass es mal machen. Wolltest du eh mal bei Gelegenheit angucken. Da kann man es hier im Retro Club auch nochmal ein bisschen eher präsentieren.
Für damalige Verhältnisse fand ich, sah die Grafik da echt ganz schick aus auf der PlayStation 1. Und ich habe auch wieder gemerkt, wo ich gespielt habe, das ist wirklich tatsächlich ein ganz spaßiges Game. Nicht umsonst gab es auch etliche Sequels dann dazu. Wir können zum Kontrast uns mal hier die Neuauflage dann angucken. Bei den anderen Plattformen ein bisschen ähnlich zu Star Ocean 2, wie wir es gehabt haben. Ich gehe mal kurz hier auf Weiter, damit wir uns den gleichen Level anschauen, den wir gerade auf der PlayStation 1 gesehen haben. Analog zu Star Ocean 2 oder so, hier in der Switch-Version. Wir werden an der Technik gleich sehen. Ich denke, das wird auf anderen Plattformen, die ein bisschen besser motorisiert sind, noch mal ein bisschen flüssiger laufen. Ihr seht schon den einigermaßen grafisch großen Unterschied. Das sieht alles nicht mehr so kantig aus, wie wir es vorher gekannt haben. Alles runder und glatter und so weiter. Mit aber einem Unterschied, denn ihr seht die Framerate hier. Also es hackt und ruckt schon einigermaßen. Was ihr hier machen könnt, ist allerdings, das habe ich bei einem Switch-Spiel auch sehr selten gesehen, ihr könnt in den Leistungseinstellungen hier drehen. Das haben wir normalerweise auf solchen Konsolen wie PS4 Pro oder PS5 oder so gesehen. Ihr könnt zwischen dem Leistungsmodus und dem Auflösungsmodus wechseln. Hier, man sieht so ein kleines bisschen, achtet mal hier auf die Schrift, wenn ich gleich auf den Leistungsmodus wechsle. Weichen wir um. Die Schrift ist ein bisschen unschärfer geworden. Ich gehe mal wieder zurück. Man sieht so ein kleines bisschen, ne, an der Schrift, dass die schärfer oder unschärfer wird. Ich denke mal, was läuft es standardmäßig mit 1080p und dann 720 oder ist es 720 und dann noch weniger? Man kann das Spiel flüssiger machen, tatsächlich. Man kann in einen, nennen wir es 60 FPS mit Anführungsstrichen Modus umschalten. Leider da auch nicht ultra flüssig, finde ich. Man sieht so ein bisschen, wie die Grafik hier und da hackt. Aber ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Modi zu wechseln. Ich denke mal, auf den größeren Konsolen oder auf dem PC wird es wohl trotzdem noch mal flüssiger laufen, ohne dieses Haken zwischendurch drin. Und ja, das ist der Level, den wir gesehen haben in der alten Version. Ich kann hier auch mit Pac-Man quasi meine Stampfer machen. Die Kamera dreht sich jetzt hier noch mal ein bisschen dynamischer als im Original. Abgesehen davon, dass wir natürlich noch mal um einiges bessere und schönere Architektur haben. Obwohl das eigentlich relativ vernünftig ausschaut und sich auch ganz gut spielt. Irgendwie mag ich die PlayStation 1 Optik sehr gerne, muss ich sagen, ne? Mit diesem kantigen Look und allem drum und dran. Es steuert sich hier ganz gut. Du kannst recht flüssig durch die ganzen Locations laufen. Also Pac-Man hat auch richtige analoge Steuerung, dass er auch langsam gehen kann mit dem Stick, aber ihr könnt auch das Steuerkreuz benutzen. Aber so grundsätzlich entschuldigt, funktioniert es eigentlich ganz gut. Mit Pac-Man habe ich ein paar zusätzliche Manöver. Oh, das war, okay, ich wollte gerade sagen, es war nicht so clever. Es hat gerade noch mal geklappt, weil die Gegner können mich sehr schnell schädigen mit ihrer Energie. Pac-Man hat hier neben der aufgewerteten Optik und neuen Kameradrehungen auch noch mal ein paar unterschiedliche Moves bekommen. Ich habe zum Beispiel so eine Art Schwebemove, den hatte ich in der Form zumindest nicht. Oh, falsche Taste. Da habe ich mich zu sehr an Mario orientiert. Ich wollte nämlich eigentlich das hier machen. Hier, so ein bisschen wie Yoshi. Von den, ah, spring rüber, Pac-Man. Da war ich zu langsam. So ein bisschen wie Yoshi kann man sich hier tatsächlich noch mal schweben lassen. Dass man gewisse Abgründe noch mal überwinden kann. So ein paar kleine Hilfestellungen wurden hier reingetan. Das ist übrigens ein A, was ich gerade eingesammelt habe, damit ich die Pac-Man-Buchstaben voll machen kann. Ihr habt es gesehen, ich kann auch mit den Pillen hier werfen, die ich zwischendurch einsammle, um Gegner zu treffen. Ich kann sie aber auch anstampfen. Ah, das war jetzt nicht so klug. Oh nein, es sind Metallgegner. Kriege ich die kaputt? Ah! Jetzt kriege ich die aber kaputt. So. So, komm her, komm her. Okay. Ihr könnt Pac-Man ab und zu auch mal mit Sonderpillen dann verschiedene Fähigkeiten geben, wie hier, dass er dann metallisch wird. So kann er zum Beispiel unter Wasser laufen und dann Kisten öffnen und muss nicht schwimmen. Also ihr werdet ihn auch mit solchen Pillen dann verändern können. Die haben schon Gedanken gemacht, wie das Level-Design abgedatet, besser gesagt, es war auch so vorhanden im Original, aber wie es hier aktualisiert wird. Ich brauche eine Kirsche, damit ich durch diese Tür komme. Muss ich mal den Sonic-Anlauf nehmen? Und hoffentlich vernünftig timen. So. Gut, und dann wieder irgendwie zurück. Diese ganz verschlossenen Türen muss ich erst mit Items wieder aufkriegen, damit ich zurückgehe. Es macht schon Fun, muss ich sagen. Es gibt auch eine Sache, ich weiß nicht, ob wir hier gleich dazu kommen, weil ich bin kurz vor dem Exitus. Ihr könnt auch die bekannten gelben großen Pillen einsammeln, um dann Gegner schnell weghauen zu können, wie in den Labyrinth-Leveln.
die man vorher aus dem Originalspiel kannte. Oh, das können wir jetzt zum Beispiel mal zeigen. Die sind hier auch vorhanden. Ab und zu mal könnt ihr hier in solche Level reingehen und dann habt ihr so ein klassisches Pac-Man-Labyrinth, wo ihr dann die Pillen mampfen müsst. Sind hier optional, meine ich, reingelegt. Ihr habt ja gesehen, wir müssen ein Item erst dafür einsammeln. Wir können auch einen größeren Zoom machen. So, das ist ein bisschen ist ein bisschen aufwendiger. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in die Laserfallen dann reinlaufe. Aber dafür habe ich auch hier die Möglichkeit, die Riesenpille zu wählen und kann dann die Geister auch richtig hier mampfen. Bei dem PlayStation 1-Ding war es so gewesen, man kann die Pillen sich auch holen. Allerdings, warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man kann sich die Pillen auch holen. Allerdings ist es so, geh durch, Pac-Man. Oh, das war knapp. Kann ich gekillt werden hier? Nee, da kann ich hier so durch. Wenn man sich die Pillen holt, kann man die Geister essen, aber Pac-Man wird nicht so riesig dabei. Was ein bisschen schade ist, weil gerade das ist ein cooler Effekt, den sie hier mit beigepackt haben. Für die 11, 12 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, ist das schon vollkommen in Ordnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm. Gib mir den letzten. Oh nein, 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 nicht der Geist, ey. So, den letzten kriegen wir jetzt noch. Für die 11, 12 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, ist es schon ganz nett. So für eine Runde hier und da ab und zu mal, ein bisschen Jump'n'Run-Action, ein bisschen hier durch die Puzzle-Level kann man schon machen. Hier auf der Switch läuft es auch einigermaßen vernünftig im Leistungsmodus, wobei ein bisschen besseres Frame-Pacing, ein bisschen flüssiger wäre schon nett gewesen, wenn es drin ist. Aber dass man alleine die Wahl hat, zwischen dem Leistungsmodus und einem Auflösungsmodus zu schalten, hat man wirklich nicht so besonders häufig auf der Switch. Okay. Oh Gott. Oh, ich hätte laufen sollen. Egal. Machen wir das hier so. Aber, dass man es machen kann, ne? Das ist natürlich echt eine coole Angelegenheit. 30 hätte ich jetzt nicht dafür ausgeben wollen, aber bei 11, 12 Euro war ich okay damit. Ihr könnt mal gucken, ob ihr das noch als Discount irgendwo findet. So, die Sache ist jetzt hier, nee, das Laufen ist es nicht. Ich muss, glaube ich, einfach nur rüber. Hier. Schon wieder einen Rücksetzpunkt hier gefunden. Falls ihr hier die Nicht-Switch-Version ausprobiert habt. Achso, ich habe den Laser ausgeschaltet. Nee, ich habe den Laser nicht ausgeschaltet. Ach, ich schalte ihn für eine kurze Zeit aus. Okay. Da muss ich schnell machen. So, geh hoch, Pac-Man, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Das ist doch nicht dein Ernst. Kann ich auch so machen, ne? Ich bin ja ein Jump'n'Run-Experte. So. Was haben wir hier? Da geht's runter. Oh! Fiese Gegner. Aber ihr werdet hier schön weggemampft. Ihr könnt mir gerne eure Erfahrungen mit den anderen Versionen mal wiedergeben, falls ihr die gespielt habt. Und das hat leider nur bis hierhin gereicht. Die Switch-Version ist jetzt gut genug, dass ich mit der Version hier leben kann und dass ich mir die anderen nicht holen muss. So, wollen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Levelende weg ist. Wirklich? Muss ich jetzt wirklich wieder zurück? 1, 2, 3. Ach komm. Ja, Schalterrätsel, ne? Ah, ich hätte die doch dann vorher weghauen sollen. Dann reicht es auch hier, würde ich sagen, weil bevor wir uns zu sehr verdaddeln in Pac-Man World, Repack hier, lass uns lieber aussteigen und das überlasse ich dann euch, dass ihr euch dann durch die Level da durcharbeitet. Aber ja, das sollte der Blick gewesen sein auf einige der Remakes, die wir bekommen haben. Es gibt natürlich auch ein paar größere Remakes, die haben jetzt hier nicht so ganz in den Retro-Club reingepasst von solchen Games wie Dead Space, die wir bekommen haben, oder The Last of Us. Vielleicht ergibt es ja Sinn, wenn ihr sowas gerne auch hier sehen wollt, können wir das gerne mal auch bei Gelegenheit machen. Da würde ich aber fast wahrscheinlich eher dann die Originale zeigen, verglichen mit den Remakes. Hier hat es sich mal gelohnt, auf die Neuauflagen zu gucken. Im Großen und Ganzen von den Spielen, die wir hier gesehen haben, würde ich persönlich sagen, es lohnt sich schon, diese Remakes hier anzugucken. In manchen Fällen müsst ihr eben sehen, gerade wenn ihr die Originale noch habt, wie bei Kirby, da ist die Ausgabe wirklich dann etwas, was von dem man sich nochmal überzeugen soll, nennen wir es mal so. Aber in anderen Sachen wie Another Code bin ich echt davon überzeugt, dass es echt cool ist, dass man jetzt das auch nochmal in der Form angeboten bekommt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Bleibt dabei beim Retro Club. Ihr seht, ihr könnt uns gerne auch über den Rocket Bean Supporters Club unterstützen. Der macht es möglich, solche Formate wie die hier und viele andere auf dem Sender umzusetzen. Da sagen wir an alle Leute, die schon machen, danke. Und danke im Voraus an alle, die es machen werden. Und ich sage tschüss im Voraus, aber auch tschüss im Nachgang. Das war's. Bis dann.